So, nun kommen wir zu Teil 2 zur Einführung in die Stöchiometrie. Ich habe hier noch das Bild vom letzten Teil hier da. Wir haben ja aufgrund der Rechnung festgestellt, dass zum Beispiel 160 Gramm Eisenoxid mit 54 Gramm Aluminium reagieren. Jetzt nehmen wir einfach mal an, wir haben nur 80 Gramm Eisenoxid. Was machen wir dann? Ich habe die wesentlichen Sachen mal hier rüber kopiert. Also als einfache Beispielaufgabe, was wäre, wenn ich nur 80 Gramm Eisenoxid habe? Was müsste ich dann machen? Ja. Gut, bei dieser Aufgabe oder bei diesen Zahlen ist es noch relativ einfach. Wenn ich hier oben 160 habe, dann muss ich natürlich die Werte einfach halbieren. Das heißt, ich brauche dann entsprechend auch 54 Gramm durch 2 gleich 27 Gramm Aluminium. Ist nicht so schwer, ne? Genauso könnte man natürlich auch beim Aluminium fragen, was wäre, wenn ich da 10 Gramm hätte? Dann wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Der Grund ist ja der, ich habe hier bei den 80 Gramm Eisenoxid ganz einfach sagen können, naja, das ist die Hälfte, ich muss durch 2 teilen. Dementsprechend könnte ich natürlich auch andere einfache Faktoren nehmen, mal 2, mal 3, mal 5, mal 10 und so weiter. Das ist ja eigentlich eine Fortsetzung von dem, was wir schon im ersten Teil hatten, nämlich dass ich einfach das beliebig vervielfache, vergrößere, verkleinere, wie es halt brauche. Nur jetzt mit 10 Gramm wird es ein bisschen schwieriger, weil ich eben nicht sofort den Faktor erkennen kann. Und da möchte ich euch eben im Prinzip euch einen allgemeinen, eine Möglichkeit finden, wie man da vorgehen kann. Letztendlich handelt es sich um eine Proportionalität. Das heißt, wenn ich mehr zum Beispiel von dem Eisenoxid habe, dann brauche ich auch mehr Aluminium. Wenn ich das Dreifache brauche oder habe von Eisenoxid, dann brauche ich das Dreifache von Aluminium. Also ist entsprechend proportional. Dann könnte ich zum Beispiel eine Dreisatzrechnung nehmen oder wir machen es eben so, wie ich es jetzt mal vorschlage, dass wir uns Folgendes überlegen. Egal wie viel ich von dem Eisenoxid nehme, das Verhältnis von Eisenoxid zu Aluminium ist immer das gleiche. Das ist konstant. Wenn ich doppelt so viel Eisen nehme, dann habe ich Eisenoxid habe, dann habe ich auch doppelt so viel Aluminium. Deshalb, wenn ich die Werte durcheinander teile, kommt immer das gleiche raus. So, und wie ist das Verhältnis? Nehme ich Eisenoxid Aluminium, also 160 Gramm durch 54 Gramm. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel schon die Gramm wegteilen, mache ich aber mal jetzt nicht. Jetzt will ich ja wissen, wie viel Eisenoxid brauche ich, wenn ich 10 Gramm Aluminium habe. Das heißt, es ist ja gesucht, die Masse Eisenoxid. Ich gebe der mal Namen X, was ich suche. Und dann hätte ich hier zum Eintragen das X und hier unten das 10 Gramm. So, und beide Werte müssen ja den gleichen Wert ergeben. Das ist ja ein konstantes Ergebnis, was immer rauskommt. Ja, doppelt, doppelt, Hälfte, Hälfte und so weiter. Deshalb nehme ich mir einfach zur Berechnung des Wertes von dem X quasi diese Gleichung jetzt hier und berechne, was dann für x stehen muss. Ich
Schreibe einfach mal in grün weiter. Bisschen bunt. So, und dann habe ich also 160 Gramm durch 54 Gramm sind gleich x durch 10 Gramm. Umformung mal 10 Gramm. Und dann bleibt übrig für x 160 Gramm mal 10 Gramm durch 54 Gramm. Kann man anders schreiben, indem ich den Bruch hier vorne stehen lasse und dann mal 10 und so weiter. So, das Ergebnis, das tippe ich gerade mal schnell ein. Das sind 160 mal 10 geteilt durch 54. Da braucht man auch keine Klammer setzen. Das Ergebnis ist dann, Moment, 29,63 ungefähr. 29,63 Gramm Eisenoxid ist dann das, was ich brauche. Ja, eigentlich auch gar nicht schwer. Ich weiß, es gibt einige, die bei diesen Aufgaben lieber was anderes machen, nämlich sagen, okay, ich bestimme halt das Verhältnis, wie reagieren die miteinander. Im Prinzip ist es ja das auch, ja, dass ich hier das Verhältnis bestimme. Also wie häufig oder ja, es ist ein anderes Verhältnis, was manche bestimmen. Also nach dem Motto, was ist der Faktor von hier nach hier? Und entsprechend muss ich auch teilen. Also man könnte natürlich auch sagen, ich teile hier durch 5,4, dann mache ich das hier oben auch. Meiner Meinung nach ist aber da so ein bisschen die Gefahr, dass man dann irgendwelche Zahlen sich aufschreibt und dann da was rechnet, wo man nicht so ganz sicher sein kann, dass das richtig ist. Also ganz auf der sicheren Seite ist, wenn man sich hier dieses Verhältnis aufschreibt und dann kann man auch ganz klar die entsprechenden Werte halt eintragen, meiner Meinung nach. So, damit wisst ihr jetzt im Prinzip, wie man zu jeder beliebigen Masse, die ich vorgebe, auch dann berechnen kann, was ich als Reaktionspartner oder was ich dann noch brauche, damit eben ich ein Stöchel mit ins Gemisch bekomme. So, nachdem wir das jetzt haben, möchte man noch mal, oder möchte ich jetzt noch mal ein weiteres Beispiel angehen, nämlich wir nehmen immer noch diese Reaktion und überlegen uns, wie viel Eisen kann ich denn zum Beispiel mit 10 Gramm Aluminium, wenn ich das habe, gewinnen? Also das heißt, wie viel Eisen kommt da zum Schluss raus? Dazu gehe ich auf eine neue Seite und kopiere ein paar Sachen mal hinüber. So, und ich führe die Rechnung jetzt also quasi genauso durch, wie ihr sie zum Beispiel bekommen könnt. Also es ist diese Reaktion gegeben. Und die Frage ist, wenn ich gegeben habe, Moment, ich brauche mein Stiftwerkzeug. Also es ist gegeben 10 Gramm Aluminium und gesucht ist, wie viel Gramm Eisen bekomme ich da raus? Ups. Wie viel Eisen kann man gewinnen? So, also die Masse von Eisen ist gesucht. Hier nenne ich ja schon mal gleich x. So. Jetzt tue ich mal die Reaktionsgleichung ein bisschen nach unten schieben und den Text hier nach oben, weil ich möchte direkt runterschreiben. So, erinnern wir uns, was wir ganz am Anfang gemacht haben. Wir haben ja erstmal überlegt in U und konnten von den Mengen an U, in welchem die dann die Teile mit, oder die Stoffe miteinander reagieren, dann entsprechend auf Gramm schließen. Jetzt habe ich ja bei der Aufgabe hier die Frage, wie viel Eisen kommt raus. Das heißt, ich brauche im Prinzip auch das hier. Ich muss gucken, wie viel wiegt das eigentlich. Deshalb mache ich jetzt Folgendes. Ich berechne mir jetzt also, welche Masse an Aluminium habe ich. Das war ja 2 mal
ich glaube 27 Uhr, ne? War das 27? Wir gucken nochmal im Periodensystem nach. Jawohl, 27 Uhr. Und das gibt zusammen 54 Uhr. Und wie viel Eisen kommt da raus? Und zwar habe ich zweimal Eisenatom, ein Eisenatom, und das Eisenatom hatte eine Masse von 56 U. Ups, so. Das heißt, zweimal 56 U. So, und das gibt zusammen 112 U. Das heißt, ich weiß, das Aluminium und das Eisen reagieren in einem bestimmten Verhältnis. Und zwar sind das, ich könnte entweder 54 U oder auch Gramm schreiben, 50 Gramm reagieren mit 112 Gramm. So, das ist eben konstant. Ne? Das schreibe ich jetzt nicht nochmal dazu. Das müssen wir jetzt einfach so merken, beziehungsweise wir wissen es einfach, dass das immer ein konstantes Verhältnis ist. So, jetzt habe ich ja noch was gegeben, nämlich die 10 Gramm Aluminium. Müssen wir natürlich dazu schreiben. Das heißt, hier habe ich 10 Gramm und hier habe ich das X, was ich suche, also die Masse an Eisen, die bei dieser Reaktion rauskommt. So, und ich habe dann auch wieder meine Gleichung. Ich habe doch gerade, dachte ich, die Farbe gewechselt. Das ist also die Gleichung, von der ich jetzt ausgehe, mit der ich rechne. So, ich schreibe sie mir hier mal hin. Da habe ich Platz nach unten. Also 54 Gramm durch 112 Gramm ist gleich 10 Gramm durch x. So, jetzt habe ich ein bisschen was anders gemacht als das letzte Mal, nämlich ich habe da das x unten, ist eigentlich nicht weiter in Beinbruch, nur manche kriegen da vielleicht mit Problemen mit der Rechnung. Wir machen es mal so, wir müssen jetzt mal x rechnen, dann habe ich x mal 54 Gramm durch 112 Gramm, die Gramm kürzen wir gleich mal weg. Und 10 Gramm bleibt übrig. So, jetzt würde ich vielleicht am ehesten sagen, ich rechne diese 54 durch 112 aus. Und das gibt 0,48 gerundet. 0,48 ist gleich 10 Gramm und dann teile ich noch durch diese 0,48. Dann kriege ich x ist gleich 10 geteilt durch 0,48 gibt dann 20,83 ungefähr. 20,83 Gramm. Ja, das ist die einzige Einheit, die übrig bleibt. So, ja, man sieht, was man jetzt hier so gerade wirklich beobachtet hat. Es ist sehr unpraktisch, wenn das x unten steht. Deshalb sollte man darauf achten, dass man dafür sorgt, dass das, was ich bestimmen will, dass das besser oben steht. Ja, also, ups, jetzt fehlt mir da was. Das sollte oben stehen. Dann hätte ich in diesem Fall also 112 Gramm durch 54 Gramm ist gleich x durch 10 Gramm. Ganz einfach deshalb, weil es sehr viel leichter zu rechnen ist. Also die Gleichung dann auszurechnen. Das Ergebnis müsste das gleiche natürlich sein. So, und damit habt ihr jetzt ein konkretes Beispiel, wie ich also bei einer beliebigen Reaktionsgleichung dann auf die Massen komme, wenn ein Wert zum Beispiel vorgegeben ist. Es folgen noch jetzt ein paar Aufgaben, die ihr dann rechnen müsst.